Multikult FM. Aktuell, kreativ, vielseitig. Der Intertalk mit Hörern, Reportern und Studiogästen. Auf UKW 88.4 und im Internet unter www.multikult.fm. Es ist unser Ziel, Proteste von Nordafrika über Südeuropa nach Deutschland bzw. Berlin zu tragen. Das hat kürzlich Saskia Koch gesagt. Guten Morgen, du bist nämlich jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen. Und weniger mit Worten, aber dafür mehr mit Bildern arbeitet dein Kollege Yusuf Beyazid. Guten Morgen, Yusuf. Auch du bist jetzt bei mir im Studio. Ja, guten Morgen. Ihr beide arbeitet oder seid aktiv bei Echte Demokratie Jetzt oder auch bekannt als Akampada, wie ihr mich gerade aufgeklärt habt. Es ist eigentlich alles eine große Familie. Ja, ganz genau. Klärt doch unsere Zuhörer auch mal auf. Also Echte Demokratie Jetzt, das ist so etwas wie das Dach über dem Ganzen. Das ist eine von der spanischen Bewegung Democracia Realia. Das 15 Mai Movement, wo spanische Menschen dauerhaft Plätze besetzt haben in Spanien. Diese Bewegung hat sich halt eben dann weiterhin über nach Ägypten etc. Und wir wollten es ganz, ganz gerne halt eben nach Deutschland holen. Auch unter dem Motto eben Echte Demokratie Jetzt, denn das fordern wir. Und halt in Erinnerung an das 15 Mai Movement, Akampada Berlin, empört euch. Und Saskia, du bist jetzt seit der ersten Minute dabei und du bist wesentlich daran beteiligt, dass es in Berlin stattfindet. Ja. Erklär mal. Ja, ich habe mich am 5.6. habe ich dazu aufgerufen, mich mit Menschen auf dem Alexanderplatz zu treffen. Das war diesen Jahres gewesen. Dann haben wir uns zweimal in der Woche, Mittwoch und Sonntag, regelmäßig dort getroffen und haben strukturiert und geredet und uns vorgestellt, wie dieses Forum halt eben in Berlin aussehen könnte. Und haben das Ganze dann am 20.08.2011 mit einem Flying Circus, mit einer wunderschönen elektronischen Musik-Tanzparty auf dem Alexanderplatz halt gestartet, dieses Forum. Und waren dann eine Woche lang auf dem Alexanderplatz gewesen. Und sowas funktioniert in Berlin ja immer sehr gut, sobald Musik dabei ist. Solange Musik dabei war, funktionierte es sehr gut, ja. Dann aber kam die Polizei, hat das Camp irgendwann geräumt. Ja, also genaue Definition ist, wir waren eine Woche lang dort angemeldet gewesen. Wir waren eine Woche lang in diesem Camp angemeldet gewesen. Die Demonstration wurde am Freitag, den 26.08. offiziell beendet. Daraufhin haben sich andere Menschen zu einem Protestzeltmarsch, zu einem Marsch der Zelte aufgerafft, vom Brandenburger Tor zum Alexanderplatz. Und es gab eine Räumung der Polizei, die nicht vonnöten gewesen ist, weil dort nichts besetzt wurde, sondern die Zelte eine Protestform darstellen, ein Symbol. Sie bieten Schutz. Und genau so ein Zelt hat jetzt, das können die Zuhörer natürlich nicht sehen, hat dein Kollege Yusuf gerade aufgestellt. Und zwar ein Mini-Zelt, das so ein bisschen aussieht wie so ein Indianerzelt, wie so ein Tipi. Und das ist ein blauer Stoff, der da um Bambusstäbe gespannt ist. Und da steht drauf Spanish Revolution oder Spanish Revolution. Spanish Revolution, ne? Yusuf, du bist für die Bilder zuständig. Das heißt, du bist professioneller Fotograf. Das heißt, du hast sowieso schon mal ein sehr gutes Auge für das, was wesentlich ist. Ja. Kannst sehr schnell filtern. Was ist für dich das Besondere, wenn du bei Akampada bist, bei Echte Demokratie jetzt? Was sind Dinge, die du siehst, worauf du Wert legst? Ich will ganz kurz davor erzählen, wie ich dazu gestoßen bin. Das wäre danach gekommen, aber wenn du das vorher machen möchtest, dann mach das bitte. Ich habe mich, eine Künstlerfreundin hat mich in eine Echte Demokratie jetzt Gruppe eingeladen. Ja. In Facebook. Ja. Erste Wochen habe ich gar nichts reagiert. Ich habe gesagt, na toll, hört sich ja gut an. Mhm. Weil ich total in andere Projekte verwickelt war. Aber irgendwann kam die Rufe immer mehr, also Polizei, Druck, wir müssen Zelte räumen, kommt alle hierher, dann konnte ich nicht mehr stehen. Ne? Ich wohnte 3 Stationen entfernt von Alexanderplatz, dann bin ich erstmal dahin gegangen und dann mit eigenen Augen gesehen, was da los war. Also, dass die Leute wirklich nicht schlafen dürften, die Polizei ist wirklich alle paar Minuten gekommen, die Leute wachgerüttelt, die dürften keine Schlafsäcke haben, keine Isomatten haben, also unglaubliche Geschichte. Und da habe ich angefangen, fleißig zu fotografieren. Für mich war das wichtig, ein bisschen Stimmung zu fangen, ob es gute Stimmung, nicht gute Stimmung war, die Momente wirklich festzuhalten, um auch die einzelnen, weil es sind viele Individuen, ne? für die Einzelnen einen Ausdruck zu geben. Ne? Das heißt, du versuchst auch den Menschen, den Demonstranten ein Gesicht zu verleihen, ja, dass sie nicht in der Masse untergehen. Eben. Ja. Ich mache zwar auch jetzt in den großen Demonstrationen die
große Märsche fotografiere ich natürlich, aber es ist mir auch immer wieder wichtig, welche Fantasien die Leute haben, wie sie protestieren, ein Handbewegung, ein minimale, wie heißt es, Haarspange, wo drauf steht 99% oder sowas. Also so viele Fantasien, das ist mir total wertvoll. Und dann die fotografiere ich und filme ich natürlich auch. Ich versuche auch ein Zeitzeuge zu sein. Auch wenn vor allem, wenn Berührung kommt mit Polizei, weil das ist teilweise sehr brutal und gemein. Ich will nicht alles sagen, also es läuft wirklich tolle Augenblicke, aber manchmal läuft es aus dem Ruder. Mhm. Dann will ich zeigen, hey, stopp mal, ich bin auch da, hier ist auch mein Auge, ich sehe, was ihr macht und die ganze Welt wird das sehen. Ne, so wie eine Waffe. Yes. Ne? So. Vor 3 Wochen gab es ja die ausgeprägteste Form von Demonstration bislang in Deutschland. Das war dieses Wochenende, an dem sie wirklich alle auf die Straße gegangen sind. Aber es gibt ja seitdem jedes Wochenende eine Demonstration, die relativ unbeachtet bleibt. Wie ist denn dieses Wochenende gelaufen? Dieses Wochenende lief sehr gut. Es waren fast 3000 Menschen, haben sich am Neptunbrunnen getroffen, also auch wieder am Alexanderplatz beim Roten Rathaus. Und wir sind mit verschiedensten Verbänden, Bündnissen, Gemeinschaften, Bewegungen halt eben auch gemeinsam Richtung Reichstagswiese demonstriert. Also es waren jetzt schon wieder 3000 Menschen da. Vor 3 Wochen waren es 10.000 Menschen. Das war das, worauf wir auch lange hingearbeitet haben, auf dem 15. Oktober in Berlin möglichst viele Menschen auf die Straße zu bringen. Und ja, dieses Wochenende 3000, also das fand ich auch schon nicht ganz so schlecht für nachfolgende Demonstrationen. Klingt zumindest ganz ordentlich dafür, dass es jetzt tatsächlich jede Woche stattfindet. Mhm. Und nochmal an den Fotografen die Frage, merkst du Veränderungen? Sind die Leute kreativer geworden in der Zeit? Oder ändert sich etwas? Versuche ich mal neutraler zu formulieren. Ändert sich etwas in der Form des Protestes? Also ich erinnere mich, dass am 15. Oktober wahnsinnig viele Leute sich wirklich auch Kostüme gebastelt hatten und sind da wirklich mit viel Fantasie gegen die Banken auf die Straße gegangen. Gibt es da eine Tendenz, die erkennbar ist? Muss ich aber ganz kurz sagen, das geht nicht um gegen die Banken, es geht ein bisschen mehr. Das ist eine ein Schlagwort. Okay. Du hast vollkommen recht. Das ist eine soziale Revolution, eine kulturelle. Die Medien versuchen das ist alles gegen die Banken. Und dann ist es gut so, ne? Selbst weil dann kommt auch die Merkel, sagt, ich kann mein Volk verstehen, ne? Also sie soll uns gar nichts verstehen. Das geht nicht nur um gegen die Banken, das muss ich ganz schnell sagen. Richtig, es ist eine Systemfrage. Ja, eben. Okay, gut, dann revidiere ich meine Frage und sage, hat sich trotzdem etwas verändert? Ja, das bleibt. Aber also eine kurze die Leute, die dahin kommen zu protestieren, die sind alle mit Herz dabei. Okay. Trotz Polizei, was sie verändert hat. Polizei hat sich verdreifacht. Mhm. So, obwohl die Menge kleiner wird, wird die Polizei Präsenz immer mehr. Das kann ich gut beobachten. Aber die da sind, die Menschen lassen sich nicht einfach stoppen. So, mit aller Herz dabei. Das kann ich so sagen. Und okay. Fantasie ist immer da. Ein Widerstand braucht Fantasie. Und jetzt strahlen eure Augen. Und mit diesem Strahlen würde ich gerne in eine kleine Pause gehen und danach sprechen wir weiter. Ja, danke schön. Genau, den Intertalk, den gibt es heute mit Saskia Koch und Yusuf Beyazid von Echte Demokratie Jetzt. Und wir haben schon eine kleine Gesprächsrunde hinter uns und Saskia hat in der Pause gerade etwas so Kluges gesagt, dass ich gesagt habe, Mensch Saskia, das musst du nochmal ins Mikro sagen. Bitte. Es geht darum, momentan wird die Occupy-Bewegung sehr stark auf die Banken fixiert. Man überlegt sich aber, woher kommt das, die Wall Street? Occupy, Acampada, Berlin, vielleicht hat sich das auch alles so ein bisschen miteinander bedingt, dass Acampada den Anstoß für die Wall Street-Bewegung gegeben hat, Occupy, und das Ganze jetzt wieder zurückkommt. Das ist ja ein Pingback, das Wort habe ich gerade erfunden. Das denke ich, es bedingt sich halt eben alles miteinander und es hat keinen großen Obernamen. Das geht nicht nur um die Banken, es ist eine soziale Revolution, eine kulturelle Revolution, die gesamte Menschheit betrifft. Unter vielen verschiedenen Namen, Occupy Berlin, Alex Elf, Acampada Berlin, Echte Demokratie Jetzt. Wir sind die 99%, wir sind verdammt viele. Und es sagt sie mit einer Überzeugung, die hier im Studio wahrscheinlich noch viel krasser rüberkommt als an den Radiogeräten zu Hause. Was ich gerne wüsste ist,
im Augenblick gibt es ja Protestcamps überall. Jetzt soll an der Spree im Friedrichshain soll jetzt wieder eins entstehen. Was hat es damit auf sich? Geht ihr da auch hin? Campt ihr da? Gestern Abend hat man das, glaube ich, gemacht unter diesem großen O2-Zeichen. Ach, das war gestern schon. Ich dachte heute erst. Genau. Nee, gestern. Okay. Man hat es versucht. Es wurde, kam auch wieder die Polizei und man wurde gebeten, die Sachen wieder zusammenzuräumen. Aber wir sind dann auch symbolisch, wurden die Zelte wieder zusammengetan und man ist dann auch friedlich gegangen. Hm. Wir sind friedlich. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, ne? Genau, keine wir sind Gewalt. So gewaltfrei, selbst Autonome kriegen schon Gänsehaut, weil wir so gewaltfrei sind und friedlich. Das ist an erster Stelle. Gibt es davon Fotos, Videos? Von gestern? Ja. Ja, es gibt Fotos. Ich war nicht dabei, ich bin schon seit 15. verletzt. Okay. Am Arm, während Fotografieren. Ich quäle mich so mit Schmerztabletten durch. Du kannst deinen Arm nicht bewegen. Aber ich bin nicht allein. Also wir haben noch einen anderen Fotoapparat. Fotografen. Fotografen und Videomacher. Wir sind gut ausgestattet und eine Freundin hat schöne Fotos gemacht. Okay, die gibt's auf der Homepage wahrscheinlich zu sehen. Jetzt muss ich fragen, auf welche? Es gibt die verschiedensten. Das Ganze läuft dezentral. Das ist schon das Allerwichtigste. Wir haben keine Hauptseite. Es gibt verschiedene. Alex11.org ist eine Seite. OccupyBerlin.org ist auch eine Seite. Ich glaube Org. Dann auf Facebook natürlich die ganzen Seiten. Echte Demokratie jetzt, die Hauptseiten etc. und alles, was dann da drunter läuft. Es findet sich überall. Das sind wirklich zu viele, aber YouTube-Videos gibt das einfach mal ein, Occupy Berlin. Genau, das heißt, man muss im Grunde nur ein bisschen suchen und dann geht es ratzfatz. Mhm. Ne? Was sind denn die nächsten Ziele, die nächsten Pläne? Wie soll es weitergehen? Jetzt nicht ganz langfristig, klar, das ist eine Systemänderung, aber erst einmal die kurzfristigen Ziele. Ich wünsche mir ein öffentliches Forum in Berlin und dieses öffentliche Forum soll in dem Herzen von Berlin stattfinden, am liebsten halt eben gegenüber vom Kanzleramt. Dort findet die Politik statt. Wir möchten ganz gerne Politik mitmachen. Wir sind das Volk, wir sind die Menschen, wir sind nicht unbedingt alle, wir wollen das System nicht unbedingt alle stürzen oder sowas, aber wir möchten ganz gerne zeigen, wir sind hier, wir können euch Hilfe geben. Wir verlangen dieses öffentliche Forum an einen zentralen Ort. Aus diesen Gründen, damit man auch erstmal sieht, was eigentlich alles kaputt ist in dieser Gesellschaft. Als wir eine Woche lang den Alexanderplatz besetzt hatten, es sind Menschen gekommen, Feierfolk und Punks, die sich den Frust regelrecht von der Seele gesoffen haben. Obdachlose, die zwei Tage lang gar nicht reden konnten und am dritten angefangen haben zu sprechen. Dieses Forum funktioniert. Wir brauchen dieses öffentliche Forum in Berlin. Es soll eine Anlaufstelle sein, es soll Schutz bieten, es soll Tipps geben, es soll Hilfen geben. Man kann selber seine Arbeit halt eben dort anbieten. Es funktioniert einfach. Nur Berlin lässt uns nicht dieses öffentliche Forum durchführen. Mit Anmeldung, ohne Anmeldung, es ist egal. Woran liegt das? Dass ich glaube, dass in der Hauptstadt der Politik handgemachte Politik unerwünscht ist. Habe ich das Gefühl. Also wir versuchen eine Demonstration anzumelden, schon seit 2 Wochen. Die Bezirksämter und Versammlungsbehörden schieben sich dort gegenseitig zu, wer jetzt nur zuständig ist und welches Grünflächenamt dort nicht mitspielt. Ich kann mir keinen Rechtsanwalt leisten, ich kenne mich mit diesen ganzen rechtsmäßigen Sachen auch nicht aus. Wir sind Menschen, die von unten ganz gerne Basisdemokratie machen möchten. Handgemachte Sachen. Wir brauchen keine Experten in unserem Boot, die uns alles fertig parat legen. Dann können wir auch morgen wieder wählen gehen, so ungefähr. Und es ist unheimlich schwer und ich möchte ganz gerne, dass die Berliner Bürger aufstehen und auch für dieses öffentliche Forum sind, dass sich die Parteien nun endlich richtig wirklich einmischen. Die wissen es alle. Gut, dann rufen wir jetzt an dieser Stelle unsere Zuhörer dazu auf, dass wenn sie Anwalt sind oder einen Anwalt kennen, der sowas unterstützen möchte, dieses Bestreben nach mehr Gerechtigkeit, nach einer Bürgerbewegung, nach tatsächlicher Demokratie und dem Souverän, dem Volk dazu verhelfen möchte, seine Stimme gegen seine Vertreter zu erheben, dann könnt ihr euch gerne melden oder Informationen für Unterstützung geben. Vielleicht kennt auch jemand eine Organisation, die auf so etwas spezialisiert ist. Dann schickt eine E-Mail an redaktion@multikult.fm. Wir leiten das Ganze dann weiter an die beiden Initiativen oder an unsere zwei Vertreter der Bewegung. Also noch einmal, wer Anwalt ist oder wer jemanden kennt, der Anwalt ist oder der sich mit solchen Geschichten auskennt. Auch gerne Personen des öffentlichen Lebens, alles, wer irgendwie unterstützen kann, schreibt Bürgerbriefe an die Polizei, ruft an und fragt, warum das nicht möglich ist. Gut, ihr könnt euch entweder direkt an Acampada, Occupy,
oder wie sie auch alle heißen, melden. Oder ihr schickt ganz einfach eine E-Mail an redaktion@multikult.fm und wir leiten das Ganze dann weiter. Es gibt auch ein kleines Camp, das ist in der Klosterstraße 66, eine Kirche gibt uns ein Stück Grund, halt eben, um dort die Zelte aufzustellen. Also man kann jederzeit in die Klosterstraße 66 kommen, man wird immer Menschen dort vorfinden, wenn man selber Hilfe braucht oder Hilfe hatte. Ja, und ich muss sagen, ich habe eigentlich noch nie eine Situation gehabt wie jetzt, wo ich so gerührt bin, weil ihr seid so emotional und so überzeugt von dem, was ihr macht. Und ich schaue auf die Uhr und ich muss sagen, die Zeit ist leider vorbei. In jedem Fall viel Erfolg und wir werden sicher bald wieder voneinander hören. Sehr gerne. Ja, danke. Bis dann.